Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Es hat ein bisschen gedauert, denn ich hatte eigentlich schon das letzte Video, was ich jetzt gerade nochmal mache, fertig, aber hatte dann Probleme mit dem Ton der Natur, dass meine Funkstrecke irgendwie immer Tonaussetzer hatte. Ging dann ein bisschen hin und her mit dem Hersteller und der wollte es erst nicht austauschen, jetzt hat er es ausgetauscht und jetzt funktioniert es hoffentlich und ihr hört mich gut. Also worum geht's? Es geht darum, dass ich sehr häufig angeschrieben werde. Man sieht ja im Hintergrund meine Lampe, Aurora V8 Hybrid von Giesemann. Und viele möchten gerne wissen, wie ich meine Einstellung daran gemacht habe, womit ich die Lampe fahre, auf wie viel Prozent, welchen Anteil, an welchen Farben. Und dann dachte ich mir, mache ich jetzt mal ein Video darüber, denn es wird bald so sein, dass diese Lampe weggeht. Nicht, weil ich nicht zufrieden bin, im Gegenteil, ich bin super zufrieden. Aber ich bekomme jetzt das Nachfolgermodell, die Aurora V12. Eine vollflächige LED-Lampe, sieht genauso aus, kann genauso aufgehangen werden, ans selbe Trägersystem, verbraucht nur deutlich weniger Strom am Ende des Tages, weil es komplett LED ist, aber dafür machen wir dann natürlich, wenn es soweit ist, ein eigenes Video. Also, jetzt erstmal zu den Einstellungen der Aurora V8. Wie habe ich die Lampe eingestellt? Dafür wechseln wir jetzt mal auf mein Handy. Das ist im Prinzip die Anmeldemaske, wie man sich mit der Lampe verbindet, geht über WLAN. Und auch über Bluetooth meine ich. Ich habe es aber über WLAN gemacht und dann klickt man hier auf seine Lampe und schon sieht man hier so ein bisschen die Einstellung. Eigentlich ist es relativ simpel gehalten, sehr gut, wie ich meine. Hier oben kann man so ein paar Sachen machen wie Wolkensimulation, Blitze, Mondphasen und hier hinten gibt es nochmal so ein Info, da kann man sich Profile speichern, Profile laden, was auch sehr hilfreich ist, denn wenn man sich einmal eine Einstellung erstellt hat und will die erstmal ausprobieren, dann mache ich es so, dass ich die dann einfach da abspeicher, schaue mir das ein paar Tage an, was macht das Becken, was machen die Korallen und dann ändere ich wieder was, speichere es unter einem neuen Namen ab und wenn ich dann doch das vorige besser fand, kann ich dann halt wieder darüber zurückgehen. So, das sind jetzt im Prinzip die Grundeinstellungen. Ihr seht, bei mir geht es um 9 Uhr morgens los, dass die Lampe langsam anfährt und was der ein oder andere vielleicht schon gesehen hat, ich habe also 59% ist die höchste Intensität, die ich überhaupt bei der Lampe im Prinzip habe jetzt mittlerweile. Also es sollten mal irgendwie 60 sein, aber ich habe dann so ein paar Feineinstimmungen gemacht unten. Ich hatte die auch zunächst ein bisschen zu stark eingestellt, dann hatte ich auch ein bisschen was mit Algen zu kämpfen. Das war vor allen Dingen der Anteil an UV, also Grün und Violett hier, was man hier sieht, also UVC und Grün. Den habe ich also drastisch auf unter 10% runtergenommen und konnte dann auch feststellen, dass ich dann auch weniger Probleme mit Algenwachstum hatte. Und grundsätzlich leuchtet meine Lampe also im Prinzip in der Spitze bis 16 Uhr und dann geht es langsam wieder runter bis 19.30 Uhr, bis sie dann ganz aus ist. Das kann natürlich jeder so machen, wie er will, wie viele Stunden einem da am liebsten sind. Ich denke, das ist so ein ganz guter Wert, ein ganz guter Mittelwert von der Anzahl der Stunden und da kommen alle Korallen super mit zurecht. So, wenn man jetzt auf diesen Punkt klickt, dann sieht man schon da unten die Feineinstellungen. Also man kann also jedes LED-Cluster und jede Röhre im Prinzip einstellen. Das hier unten, diese blau markierten, sind die Röhren, die T5-Röhren, hier unten die. Und man sieht also, ich habe eigentlich alles auf circa 60%, auch den Weißanteil, nur Grün und UVC habe ich auf unter 10. Also ich habe das tatsächlich so ein bisschen ausprobiert, wenn ich es zu hoch gedreht habe, war es mir entweder zu hell. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von sehr, sehr blauem Licht am Abend. Also es ist schon blau genug, wenn es jetzt runterfährt langsam. Aber so gefällt es mir halt auch über Tag sehr gut. Das ist aus meiner Sicht ein natürliches Farbbild im Becken und es ist auch nicht zu stark. Ich glaube, den größten Fehler, den einige machen, ich hatte zumindest mal den einen oder anderen Kunden, den ich dann gefragt habe, ja, aber auf wie viel Prozent hast du denn die Lampe stehen, dass du da nicht 80-90%. Also das ist bei dieser Lampe total überdimensioniert. Also ich würde, glaube ich, niemals über 70-75% in der Totalen gehen. Ich habe auch oben SPS-Korallen, wie man sieht. Es wird alles gut ausgeleuchtet. Durch diese Form der Lampe habe ich auch keine Abschattung. Das empfehle ich. Also ich kann diese Lampe halt super empfehlen bei Raumteiler, wo man halt von beiden Seiten irgendwie ins Riff rein muss. Denn wenn oben alles mal anfängt zu wachsen, dann wird man sehr schnell Abschattungen haben. Und da habe ich bisher keine Lampe ansonsten so gefunden, die dann auch wirklich so
so in dieses Riff reinleuchten kann. Und das gefällt mir bei der halt sehr gut. Die ist nicht zu extrem gebogen, aber so leicht. Und ich kann zumindest bei der Hybrid-Version keine Abschattung feststellen. Jetzt habe ich auch oben ist noch nicht so viel zugewachsen. Das kommt erst noch, hoffe ich. Und dann wird man es eher sehen. Aber wie gesagt, ich denke, so in 2-3 Wochen kommt die V12 darüber. Von den Daten her lässt sich erahnen, dass es keinen Unterschied gibt. Wird man dann sehen, außer im Stromverbrauch. Das wäre natürlich toll, wenn man weniger Stromverbrauch hätte, kein lästiges Röhrenwechseln mehr, kein Einfahren der Röhren, kein Einbrennen. Also da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, wie die Lampe wird und ihr werdet die dann auch bei mir auf dem Kanal definitiv vorgestellt bekommen. Und ich vermute auch mal, dass die Software gleich oder ähnlich oder gleich bleiben wird. Ähnlich simpel, ähnlich einfach und dass man im Prinzip da nahtlos umswitchen kann. Wer also jetzt eine V8 über dem Becken hängen hat und hat auch die Seilvorrichtung da hängen und will vielleicht dann auf die V12 wechseln, ist das überhaupt gar kein Problem. Jetzt hat meine Uhr gerade gesprochen. Es ist überhaupt gar kein Problem, denn man kann das vorhandene Befestigungssystem ganz einfach benutzen. Das Gehäuse der Lampe ist identisch. So, ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so eine lange Videopause von mir gibt und dass der Ton jetzt gehalten hat. Werde ich dann gleich beim Schnitt sehen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie immer, happy reefing.